Moin Moin und willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Dark Souls. Sollte sich meine Stimme ein bisschen lispelnd mäßig anhören, liegt es daran, dass ich eine Betäubung in der Zunge habe von meinem Zahnarzt. Dankeschön dafür. Und ja, aber soll mich nicht daran hindern, denn ich muss jetzt noch mal irgendwie eine Stunde warten, eineinhalb vielleicht, bis die Betäubung nachlässt, damit ich überhaupt was essen kann. Wie nutze ich diese Stunde? Wir machen genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. So, hier sind wir noch nicht längst gegangen. Den gucken wir mal, was es hier so gibt. Kann man runter? Kann man hin? Okay. Ist das gleich so ein Gegner hier kommt? Aber hier kommt gar kein Gegner. Das ist schon mal gut für uns. Bauen wir das Ganze mal an hier, was wir hier machen können. Hier geht's runter, da gehen wir mal runter und gucken mal, was da ist. Okay. Ist noch eine Etage tiefer. Was ist das hier? Rufsymbol berühren. Und dann? Ritter Solea rufen. Was passiert, wenn ich den jetzt rufe? Ich kann den einfach so rufen und dann kommt er, oder wie? Was macht er denn? Kann ich den nicht... Wir machen das einfach mal. Rufen wir ihn mal. Phantom wird gerufen. No. Okay. Hier ist kein Phantom hier. Funktioniert ja auch 1A. Oh, da kommt er. Oh oh. Ach so, das ist doch der, mit dem ich geredet habe, ne? Und was macht er? Hello? Reden kann ich nicht mit ihm. Na gut. Noch irgendwas? Ach guck mal, da liegt eine Leiche. Nehmen wir mit. Schwere Armbrust, schwerer Bolzen. Nehmen wir mit. Noch mehr? Was ist das? Ritter Lautreck. Ich den auch mal. Und was können die beiden jetzt? Laufen die mit mir rum und kämpfen mit mir jetzt? Oder was machen die? Ach, guck mal, ach, da kommt Ritter Lautreck. Okay. Gut, die laufen mit mir hier rum, das ist doch schon mal schön. Ja, hier steht aber auch ein bisschen ein Weg hier, ne? Okay, was machen wir jetzt? Gehen wir nochmal eine Etage tiefer, denn... Und hier geht's auch rein. Wo geht's hier hin? Ach so, es ist da wieder, was hochgeht. Oh, jetzt komme ich nicht mehr durch. Das ist ja blöd. Können wir schon zur Seite gehen? Ich traue mich jetzt nicht, die zu hauen, denn dann denke ich mir... Dann kommt mal mit hier hin, obwohl... Ich glaube, ich komme hier gar nicht mehr an euch vorbei, kann das sein? Kann ich da rüberspringen über die? Nö. Also ihr müsst da schon ein bisschen aus dem Weg gehen, sonst kommen wir da nicht mehr durch. Und dann kommt ihr mit mir hier mit. Bevor... Das ist ein bisschen blöd, ne? Gelöst. Aber ja, die kommen jetzt wirklich nicht hinterher. Das ist ja bescheuert, denn bringen die beiden mir ja eigentlich gar nichts. Okay, komm, ich drück dich und drück gehst du nach hinten. Kommst du jetzt hinterher mir? Ah, guck mal, jetzt ist er frei. Okay, jetzt können wir da auch durch. Oh, vielleicht noch nicht, warte. Jetzt. Oh, lass mich doch einmal durch. Geht nicht. Okay, müssen wir nach oben gehen? Könnt ihr dann hinterher kommen, wenn wir hier ein bisschen mehr Platz haben? Ja, genau. Komm mal her. Und ich hüpfe hinter euch runter. Ah, so, jetzt könnt ihr mir folgen. Jetzt können wir hier hinten nochmal runtergehen. Also, es sieht für mich, das hier sieht ja für mich nach einem Areal aus. Als ob wir da irgendwas kämpfen sollen. Deswegen gehen wir mal hier runter. Okay, ich behaupte mal, dass ein Gegner kommt. Also, ich bin mir, ich weiß nicht, wie sicher ich mir bin, aber so 99,9%. Deswegen gehen wir mal rein. Hauptsache, es kommt nicht wieder Ziegenpeter auf mich zugerannt. Okay. Schauen wir mal, was da für ein Gegner kommt. Ja, ein kleines Krokodil. Das sieht ja nicht so schwierig aus. Okay. Okay. Hei, hei, hei.
Also das ist ja wohl, glaube ich, der größte Gegner, den wir bis jetzt gehabt haben. Behaupte ich mal. Alter Schwede. Wo hat der denn seinen Schwachpunkt? Ach du Scheiße. Okay, da hauen wir jetzt erstmal ab. Kann man mich hier hinter verstecken, hinter diesen Dingern? Okay, er macht die Dinger einfach kaputt. Und ihr beide, kämpft ihr auch oder seid ihr nur da zum Stehen? Oh. Warte, vielleicht kann ich mit Hound hier. Oh Mist. Okay. Wir hauen hier einfach auf den Schwanz, wie wir es bei allen Gegnern nur machen. Oh, oh, was passiert jetzt? Schnell hier unterstellen. Eieiei. Au, aber meine Ritter, die halten ganz schön was aus, die Ritter. Okay. Ein bisschen Respekt vor das Riesenviech hier. Der ist schon nicht ohne, ne? Oh, guck mal, die haben schon voll ihr Leben verloren hier. Okay, er steht hier in der Ecke. Okay, was macht er? Er haut ab! Schnell weg hier! Oh, oh. Können wir uns hinter ihn stellen? Oh! Und rum? Ja, komm hier rum. Immer hinten draufhauen. Das ist, glaube ich, am besten. Okay, Ritter Solaire hat gerade einen abbekommen hier. Oh, Ritter Solaire, okay, wir müssen was trinken hier. Oh, der eine Ritter ist schon tot. Ich hau einfach weiter auf ihn drauf. Oh nein, das war dumm. Okay, mal kurz wegrennen. Jetzt bin noch ich da? Scheiße. Oh, verdammte Axt. Eieiei, das ist jetzt ein Monsterviech. Trink mal schnell was. Kann ich ihn angreifen hier, oder? Oh, oh. Ich habe Angst. Okay, wir müssen auf jeden Fall hinter ihn kommen. Sonst bringt das Ganze hier, glaube ich, nichts. Oh, ich häng fest. Ich häng fest. Oh, ich häng fest. Scheiße. Komm hier auch nicht weg. Doch jetzt. Okay, lauf. Haben wir hier um die Ecke, dass wir ein bisschen was trinken können. Boah, shit. Der ist nicht gerade klein, ne? Schau euch mal dieses riesen Viech an. Versuche irgendwie hinter ihn zu kommen wieder. Okay. Oh, schnell weg hier. Der ist schon nicht ohne, ne? Ich weiß nicht, ob ich das alles machen kann. Er hat auch nicht so fiese Angriffe gemacht, aber ich habe ein bisschen Respekt. Was ist das denn? Ah, scheiße! Gift oder was ist das? Oh, verdammt Axt. Lauf! Ich bin gleich tot. Der sprüht jetzt die ganze Zeug da. Aber ich habe ja schon ganz viel von ihm wegbekommen, aber. Okay. Bin aber auch sehr langsam, muss ich sagen. Irgendwie. Und so sehr langsam vor.
Okay, haben wir schon Ausrüstung bekommen? Alter, ist der riesig. Laufen! Oh, er kommt. Scheiße. Boah, ich zitter richtig. Okay. Er macht auch ein paar andere Angriffe. Das habe ich jetzt das erste Mal gesehen. Oh, ich will um ihn rum. Aber hab ich irgendwie nicht. Das ist schon ein Viech, ey. Das ist doch nicht normal. Ich habe auch nur noch 4 Leben, also so. Jetzt aber. Leben und... Oh nein. Okay, weg. Ja, wir haben ihn schon ganz viel weggemacht. Ich weiß nicht, was er noch alles kann. Aber vielleicht kommt er ja gleich noch eine Phase, wo er richtig durchdreht. Man weiß es nicht. Oh Mann! Ah! Was ist das? Ist der? Schwanz ab. Na toll. Jetzt habe ich gar nichts mehr, was ich treffen kann. Scheiße. Das war so gut mit dem Schwanz. Da konnte man so gut treffen. Oh. Oh nein! Shit! Das ist eine fiese Attacke. Okay, wir müssen uns wieder hinter ihm stellen, irgendwie, glaube ich. Weil von vorne kriegen wir ihn nicht. Ich versuche, um ihm rund zu kommen. Habe ich nicht noch hier so ein Goldharz? Boah, brauche ich gar nicht zu gucken. Ich meine aber, ich habe irgendwo noch Goldharz. Okay. Okay, das ist auch ein fieser Trick, den er macht, aber... irgendwie hinter ihn kommen. Ach, guck mal, jetzt läuft er wieder dahin. Kann ich mir vielleicht ein bisschen hauen. Okay, das war's. Mehr hauen wir nicht. Okay, also er will mich, wie man sieht. Oh. Ich weiß nicht, kommt mir gerade nicht so schwierig vor, aber ich habe irgendwie Angst, dass der gleich nochmal hier so ordentlich austeilt und irgendwie was ganz Abgefahrenes macht mit mir. Aber ich will nicht so viel riskieren. Lieber ein bisschen weglaufen. Und immer im Auge behalten so ein bisschen. Klaffdrache ist. Ist aber auch. Da sieht man auch, warum es ein Klaffdrache ist. Weil er einfach klafft. Ah, ich habe Angst, dass er jetzt irgendwas macht. Gehen wir mal lieber weg. Ui. Da möchte man nicht unterliegen, wenn der da hochspringt. Okay, jetzt läuft doch gleich wieder irgendwie los. Oder ist nicht immer? Dann könnten wir ihn nochmal an was ordentliches abgeben. Okay. So, schnell weg hier. Aber er hat nicht mehr viel. Das ist echt nicht mehr viel Leben, was er hat. Aber ich habe auch irgendwie Angst, dass er mich gleich nochmal platt macht hier.
Er ist nicht ohne. Obwohl ich glaube, viel Schmack ist, kann man ihn kriegen. Also, es tut mir leid, aber das war wirklich mit der einfachste Gegner, den wir bis jetzt hatten. Was, glaube ich, aber auch daran liegt, glaube ich, dass ich diese beiden Ritter natürlich mit hatte. Die haben ihn natürlich auch eingeschenkt. Aber wir haben einen Schlüssel bekommen für Schandstadt, was immer das ist. Ah, aber der Tlaff-Drache ist hinüber. Die Frage, wo wir jetzt hin sollen. Da hinten können wir nicht hin, da geht's da runter. Haben wir irgendwelche Items, die wir noch einsammeln können? Sehe ich nicht. Da ist eine Tür. Und von da sind wir gekommen. Können wir diese Türen öffnen hier? Probieren wir mal. Wir probieren es mal. Da ist auch so eine Gittertür. Da rein? Nein. Mein Gott, ich hatte wirklich Respekt vor dem Gegner, aber der hat ja irgendwie überhaupt nichts gemacht. Also es war ja wirklich. Das war ja wirklich ein bisschen easy going, oder? Also ich weiß, den Ziegenpeter fand ich viel schlimmer. Am schlimmsten fand ich die Gargoyles eigentlich. Aber vielleicht hat da jeder so seinen Gegner. Also ich glaube, wir können hier gar nicht mehr so viel machen, kann das sein? So, oh, meine Zunge geht's langsam besser. Was für ein Schlappschwanzdrache das doch war. Okay, aber wir haben 30.000 Punkte. Echt jetzt? 30.000 Seelen eingesammelt? Also ich weiß nicht, wie viel ich vorhatte, aber es waren bestimmt 20.000, die wir bekommen haben. Oder mehr. 25.000, 30.000, ich weiß nicht. Was gut ist, dass wir damit auf jeden Fall erstmal uns schön aufrüsten können. Jetzt ist nur die Frage, müssen wir wieder ganz zurücklaufen? Muss ich nicht aufpassen, dass ich nicht draufgehe unterwegs, ne? Ach so, warte mal, wir haben noch hier so eine coole Waffe bekommen, die haben uns gar nicht angeguckt. Ja, was dieses cool war, weiß ich nicht, aber hier war doch so ein gerades Drachenschwert, das habe ich ja schon länger. Huch. Großaxt des Drachenkönigs. Kann ich die benutzen schon? Nee, kann ich noch nicht. Aber da braucht man ordentlich Stärke. Ich habe gerade mal 21, man braucht da 50 oder so. Okay. Das hat Spaß gemacht. Wirklich. Aber Respekt vor dieses Riesenviech. Amy? Muss hier längs. Okay, wo muss hier längs? Ja, hier längs, ne? Und. Stimmt, da geht's raus. Da kommen wir nicht hin. Gut. Laufen wir aber direkt zum Leuchtfeuer, würde ich sagen. Sollen wir mit dem Händler nochmal reden hier? Hi, Shemai. Hi. Okay, Gegenstand kaufen. Goldharz brauchen wir nicht. Schlüssel hat er auch nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Okay, warte mal. Kommt die gerade zu mir hier? Okay. So. Ist der Schlüssel jetzt hierfür? Huch. Oh, wie sich die Stimmung verändert, wenn man hier reingeht. Da geht's runter, aber das machen wir jetzt nicht. Wir gehen erstmal, bevor wir hier runter Schandstadt gehen, was immer das ist, gehen wir einmal nach oben. Zu unserem Leuchtfeuer, denn so viele Sachen, die wir hier haben, habe ich Angst, dass ich drauf gehe gleich und dann kriege ich die Seelen nicht wieder oder so. Weißt du, wie stark die Gegner da unten sind? Vielleicht sind die Mörder-Monster-mäßig stark. Ich kann da gar nichts ausrichten. So. Aber ihr könnt dranbleiben. Wir gehen auf jeden Fall einmal runter. Oder, ja, wir gucken uns das auf jeden Fall gleich mal an.
Jetzt aber erstmal zum Leuchtfeuer. Oh. So, ich würde glatt hier am Leuchtfeuer einmal noch eine einmal noch entfachen, damit wir ein paar mehr Estusflaschen haben, weil ich glaube, kann alles ein bisschen reisenfachen, nicht ohne das geheime Rette. Ach so, warum das? Schade. Ich dachte, ich könnte da jetzt noch mehr Dinger bekommen, aber es geht wahrscheinlich nicht. So, also, ein bisschen aufsteigen. Wir machen mal. Die Stärke geht auf jeden Fall hoch. Die Beweglichkeit. Vitalität machen wir auch höher. Und noch mehr Stärke, oder? Das ist doch am besten. Okay. Gut, da haben wir. Jetzt. Waffen verstärken können wir, glaube ich, gar keine. Ich habe gar nichts mehr. Ich habe auch gar keine Scherben. Rüstung verstärken? Auch nicht. Ausrüstung reparieren, das können wir aber. Und, ach, können wir nicht. Ich brauche dafür. Ach, ich scheiße. Jetzt habe ich vergessen. Ich hätte die Zauberei hochmachen sollen. Da habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Ich wollte ja die Heilung aktivieren. Das war natürlich dumm von mir. Na gut. Beim nächsten Mal machen. Dran denken. Ach so, okay. Genau, gehen wir raus. Gucken uns nochmal die Drachenwaffe an. Wir haben noch so eine andere Waffe bekommen. Ich glaube, die liegt hier drinnen. Müssen wir mal kurz mal reingehen nochmal. Okay. In der bodenlosen Kiste. Da habe ich eine Waffe, die ich vorher nicht nutzen könnte. Die müsste ich, glaube ich, jetzt nutzen können. Hm, gucken wir mal, wo das ist. Hm. Das Schwert des Drachentöters. Kann ich auch vorher nicht benutzen. Kann ich immer noch nicht benutzen, denn ich brauche 32er Stärke. Die habe ich leider noch nicht. Okay, also wir schauen uns mal gemeinsam das an hier, Schandstadt. Jetzt schauen wir, was da passiert. Und, ja. Ja, ist ja gut. Ich hoffe, ihr seid dabei noch und habt Bock. Ich hab jedenfalls Bock. Der Klaffdrache. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich hätte es auch ohne die Hilfe geschafft. Denn, ich konnte ihn ja die ganze Zeit umzingeln und immer wieder hingehen. Also es war jetzt nicht so, dass es super schwierig war. Behaupte ich mal. Sind die Ratten wieder da? Ja. Ich kann mir die Ratten einfach mal umgehen, indem wir dann vorbeilaufen. Ja, okay. Dann gehen wir mal hier rein. Ach, guck mal, die Stimmung, wie es gleich sich ändert hier. Ich aber. Oh, ich dachte, ich könnte die kaputt machen. Na gut. Dann gehen wir mal runter. Ah, da unten sehe ich schon eine Leiche liegen. Die können wir gleich mal plündern. Okay. Das sieht so ein bisschen. Ein bisschen finster aus hier, aber. Weiter runtergehen. Ein bisschen zusammengeschustert aus von Piraten oder so, ne? Geht's weiter? Oh, was ist er denn? Okay. Testen wir mal, was er kann. Oh, okay. Alter Schwede. Okay, der teilt nicht schlecht aus. Da ist unsere Waffe natürlich jetzt nicht so das allerbeste bei. Aber wir nehmen mal diese Waffe hier. Okay, kann man die pullen? Ein nach einem. Eieiei. Ich glaube, das ist gar nicht so. Das ist das Richtige, hier runter zu gehen. Ich finde, glaube, die sind echt stark, die Gegner hier, kann das sein? Ein bisschen Angst. Anna?
Oh, Alter, das tut weh. Eieiei. Das sind ja ganz schön lange Kämpfe denn hier. Du Spast. Jauche-Küchlein, na. Ich den auch pullen? Ah, okay. Nee. Angst, dass ein anderer gerade zu mir herankommt hier irgendwie. Ah, der kommt, die kommen doch hier hochgerannt. Seht ihr, dass er da hinten rumzappelt? Oder will zu mir? Oder lass ihn mal zu mir kommen hier. Oder andere hier angedackelt kommt. Das ist. Sehen sie aus wie Ghule da unten, die laufen. Sehr langsam, das ist schon mal ganz gut. Oh. Eieiei. Okay. Oh, ich habe ein bisschen Angst, hier muss ich. Wir gehen mal weiter. Okay, die sind nicht so schwer. Aber ich glaube, wenn du 3, 4 von denen in den Hacken hast, dann war es das auch, glaube ich, für dich. Okay. Ah, was war das denn? Scheiße. Oh nee, nicht immer Gift. Gift ist Kacke. Gift ist scheiße. Und das Gift wirkt richtig doll. Man sieht da oben. Könnt ihr das sehen? Okay, wir laufen mal nicht weiter mit Gift. Denn, wenn ich jetzt hier irgendwie sterben sollte. Weißt du was? Oh, noch ein. Dann will ich nicht hier unten sterben. Sondern lieber weiter oben. Damit ich das auch wieder erholen kann, meine ganzen Sachen. Bin mir nicht sicher, ob das nicht. Du starkes hier unten noch. Heieiei. Nun gut, wir haben uns ein bisschen angeguckt. Ihr habt es gesehen. Oh, schnell was trinken hier. Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich versuche jetzt erstmal zu unseren. Dings zu kommen. Und so ein Leuchtfeuer. Wenn, dann sterbe ich da, ist mir doch egal. Aber das Gift, das wirkt ja unglaublich schnell. Scheiße, da. Gehen wir hier hoch. Und wie man sieht, in der Mitte der Balken, der geht auch sehr langsam. Das heißt, dauert auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was es bringt, aber vielleicht neutralisiert er ja am Leuchtfeuer das Gift. Gut auch. So, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, tschüss.